So, bevor das Video startet, noch ein kleiner Hinweis. Es gibt aktuell einen Bonus-Code für die Videos, beziehungsweise für euch sozusagen. Ihr könnt es hier im Cash-Up einlösen, den kriegt ihr über Start, dann über, nicht Ingame-Shop, Private-Shop. Ich weiß nicht genau, was das doch, Ingame-Shop war das, glaube ich, oder? Genau. Dann gibt es hier dieses Coupon-Feld, dann könnt ihr hier per Copy-Paste diesen Code einfügen, RWYouTube2024, und klickt dann auf Redeem. So, was ist mit der neuen Runde auf Mistralia? Ich bin gerade noch am Saugen. Ich habe letztens diese zwei 15-Tage-Batterien gezogen und ja, war ganz nett. Okay, so, unser Pad ist bei 99%. Ich will es eigentlich jetzt nicht probieren, aber ich will es auch schon probieren. Komm, probieren wir unser Glück. Genau, ich weiß es nicht, ob wir weiter farmen sollten nach den LG-Waffen. Ich habe es leider nicht geschafft offscreen, dass ich da noch irgendwie mehr farme oder so. Momentan ist die Zeit echt super, super knapp bei mir. Oh Gott, 100 Mille. Ich will wirklich keine 100 Mille dafür ausgeben. Wo kriege ich denn einen Buffpad-Transy her? Vouchshop vielleicht? Vouch-Items. Auf den ersten Blick nicht, auf den zweiten Blick vielleicht. Nee. Buff. Trims. Pets. Pickup Pet Upgrade. Och nee, man muss das donaten. Warte mal, es gibt noch andere. Schauen wir erstmal alles durch, bevor wir uns aufregen. Erstmal schauen. So, wir haben hier zum Beispiel noch unser Ding. Hier gibt es das auch nicht, glaube ich. Nope. Hier gibt es nur so visuelle Sachen. Dann gibt es noch diese Medals da hinten, da können wir mal schauen. Der Beekeeper. Nee, schaut nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Kann man das, kriegt man sonst nirgendwo? Gar nicht? Überhaupt nicht? Nee. Okay. Na gut, okay. Vielleicht kriegt man es noch irgendwo anders. Ich bin mir sicher, Breeze wird mir innerhalb von 30 Minuten schreiben und sagen so, hey, stopp, hier, da und da und da und da kriegt man das. Genau. LG, wait, warum? Warte mal, stopp, warum? Warum wird denn bloß 6er LGA verkauft mit 4 Sockeln für 50 Mille? Und noch eine bloß 7er für 50? Hä, what? Ich droppe gar keine LG-Waffen und die verkaufen die einfach so? Ich bin verwirrt. Also ich dachte mir, ich droppe halt einfach keine und die sind einfach so rar und ja, die End. Hero Blade, ja. Alter, End sind in der Klone. Ey, die Preise, ist, ich weiß nicht. Aber das ist auf jedem Server irgendwie. Du hast immer das Problem. Hier sogar, diese Mystical, warum so günstig? Als ob das sich so einfach farmen lässt. Also gut, ich meine, muss dazu sagen, ein Flive spiegelt die Schwierigkeit, was zu farmen, nicht wirklich den Preis wieder. Das ist ein ganz großes Problem und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie man das irgendwie ändern könnte oder so. Habe ich gerade nicht? Hä? Habe ich gerade nicht Dinger gekauft? Bin ich blöd oder was? Ich habe doch gerade 10 Stück davon gekauft, oder? Jetzt sind wir da, lol. Ja. Vielleicht habe ich nicht bestätigt oder so. Okay, mal schauen. Also, eine 7 brauchen wir. Das würde ewig nicht klappen. Das Ding ist halt, wir könnten schon hochleveln und so, aber. Ah, ist halt immer ein bisschen blöd dann.
Nee, ich will halt eigentlich hochleveln, bevor ich halt nicht die 7 habe. Ich weiß nämlich nicht, also auf manchen Servern ist es so, dass es halt wieder teurer ist mit diesen Blessings und ich meine, es ist eh schon so teuer und ich habe jetzt echt keinen Bock, da noch mehr dafür auszugeben. Na, 15 Mille. Ja, nee, das macht keinen Sinn. Jetzt hochleveln macht halt wirklich keinen Sinn. Der Preis hier ist echt, oh, das ist mies. Der Preis ist richtig mies. Das waren 10, was du hörst gleich. Uff. Läuft sehr gut, läuft richtig gut. Holy shit, es läuft und wie es läuft. Lol, es läuft. Es läuft bloß noch. Lol. Guter Server, richtig guter Server. Wisst ihr was? Wir kaufen schon ein paar Tries. Am besten immer so ein. Ich würde einfach nur irgendwie so ein was halbwegs gutes. Ich würde mal sagen, dann nutzen wir das und leveln einfach nochmal, oder? Nicht leveln, dick mal nochmal. Ja, das will ich schon sagen. Das glaube ich macht Sinn. Weil jetzt haben wir ein bisschen mehr mit Damage noch. Wir können auch restarten. Und dann sollte man diese Dinge eigentlich weghauen, wie sonst, also wie gar nichts. Ich meine, klar, wir haben natürlich keine tollen Bonis und so. Das ist ein bisschen blöd, aber naja. Das wird schon wieder so teuer, Mann. Also wir wollen halt wenigstens 4 plus haben. 4 oder mehr. 4 wäre auch okay, aber 4 oder mehr halt. 9 wäre natürlich auch okay. Muss nicht sein, aber 9 würde ich jetzt schon auch nehmen. Stell mir vor, wir würden jetzt ein perfektes Pattern haben. Come on. Wir haben nicht ewig Zeit. Na komm. Eine 2. Eine 4. Okay, 4 ist okay. Gut. 30 Mille. Oh. Warum so teuer alles? Die Preise sind echt, sind nicht geil. So, kurz dahin. Ja, das ist ja alles resettet. Hä, hey, warum haben wir so viel AP? Ist das nur wegen dem Set oder wie? Alter, Crit Damage stark, das stimmt. Oha, okay. Naja. Ich überlege gerade am besten erst Popcrank? Was ist Popcrank? Ja, erst Popcrank, dann Glafan. Und dann die 105, Shadow War Gigs. Das macht am meisten Sinn, genau. So machen wir das. Und der Boss ist sogar da. Nice. Haben wir alles? Mal kurz schnell schauen. Pet, so. 89% Crit-Schaden. Ist ziemlich nice. So, noch kurz die Feed an. Holy shit. 8k Attack, okay. Was haben wir noch alles zum Aktivieren? Wir haben noch, haben wir irgendwas Billiges? Habe ich nichts Billiges zum Aktivieren? Okay, das ist schlecht. Superstar, kenne ich keine Ahnung, aber wir haben noch haufenweise Power-Ups. Hat man die komischen Makarons genug aktivieren. So. Oh, El Chibo. Ja, nice. Ja, super. Okay. Und irgendein Suit für natürlich Ringmaster. Klar, logisch. So, dann direkt relocken. So.
Switch Channel. Okay. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob man halt ein LG. Wobei, braun, oder? Was nutzen wir denn am besten als nächstes? Ist halt echt schwer zu sagen, irgendwie. Ich meine, kann halt ein LG-Knuckle besser sein als der Lusaka-Knuckle? Ist halt echt schwer zu sagen, irgendwie. Also was ich mir so denke, mein Gedanke ist natürlich jetzt so, er braucht natürlich einiges an Schaden dann, damit man halt diesen Shroom dann farmen können und so weiter. Ja, HP. Wir müssten halt. Ich glaube, wir brauchen ja dann. Was haben wir jetzt gedroppt? Wir haben Müll gedroppt. Nice, okay. War das nicht so, dass der andere irgendwie auch so zu einer bestimmten Chance beides droppen kann oder so? 104, ne, eigentlich ja nicht. Testen wir das Ding mal aus. Da hinten ist er. Wir müssen wahrscheinlich den Boss besiegen können. Und den können wir eben nur besiegen, wenn wir halt eben so viel. Hä? Was ist der Boss? Hä? Hab ich gerade verpasst. Wait, warum levelt unser Pet weiter noch? Soll das machen? Eigenartig. So, können wir auch irgendwie one-hitten oder so? Naja, nicht ganz. Boah, aber unser Schaden, der ist echt geil. Wir haben aktuell nicht mehr den Buff vom Ringmaster. Also diesen Treuer-Buff oder so. Ja, dafür ist es schon ziemlich geil. Das erste Ding können wir auch scrappen. Warte mal, wir können doch den. Okay, das war jetzt nichts. Also ja, ist okay und so, why not? Wobei, ist jetzt ziemlich geil, dann kommt Ringmaster von der 20 Level mit dem Stick. Lass uns mal kurz ein bisschen nachschauen. Ich verliere mittlerweile echt komplett den Überblick. Die Waffen, kann man die Waffen jetzt craften oder nur die. Okay, die kann man craften und die. Die kann ich auch craften, lol. Ich bin so verwirrt. Wait, hä? Warte mal, warum müssen wir einen Shroom Dungeon farmen wegen den. Okay. Also wegen den Waffen nicht unbedingt. Okay. Ja, klar. Ich meine, der Knuckle ist ja eh 101. Also von dem her ist es halt eh Option, wirklich absolut optional. Es ist eigentlich nur für das Set. Wobei, warte. Nee, das Set brauchen wir auch nicht. Wir brauchen noch. Warte mal, jetzt bin ich gerade komplett verwirrt. Es gibt das 105 AOE-Set, aber mit welchem. Mit welchem. Knuckle ist das denn verbunden? Crystal Fist. Was ist das denn wieder? Was ist eine Crystal Fist? Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben letztens schon mal nachgeschaut, oder? Crystal Fist. Ja, okay. 105er Set mit 75 Master Knuckle. Oh, wie krass der ist. Ja, okay, gut, das kriegen wir hin. Das kriegen wir absolut hin. Genau, was brauchen wir dafür? Okay, brauchen wir auch eine Legendary. Oh, wir müssen so viele Gigs farmen. Shit. Ah, wait, und hier müssen wir. Living Branch, okay. Okay, das heißt, wir müssen dann schon diesen Dungeon noch farmen.
Okay, also für den Knuckle müssen wir nicht unbedingt einen Dungeon farmen, aber für Set. Und Set brauchen wir eigentlich schon dringend. Aber um den Dungeon zu farmen, müssen wir erstmal das normale Set farmen. Oder ich mache mir halt einen Tank. Ich habe ja schon einen Tank auf Level 62 oder so. Also gut, der Buildposter muss dann sowieso auf 120 erst. Ringmaster ist eigentlich dann egal. Ja, genau. Und dann eben ein Tanker von 120, logischerweise. Wie brauche ich noch hier? 160. Oh. 160 kann man aber auch wieder ein bisschen schwer zu erreichen. Hä? Warum haben die einen Stern? Weil das ein 101-Set ist, oder wie? Okay, gut. Nice to know. Die wieder ein Necklace-Teil. Jetzt haben wir schon zwei Teile von Ringmaster. Oh, das ist sogar ziemlich gut, merke ich gerade. Healing Amplification. Lol, das wird ziemlich gut. Necklace da, so. Haben wir Necklace-Teile? Ne, Blade, Elementor. Okay. Naja. Also, ich bin mal gespannt. Vielleicht, who knows, vielleicht klappt das ja irgendwie. Ich meine, klar, wir brauchen natürlich auch. Ja, wir bräuchten. Also, ich meine, um den Boss zu killen, brauchen wir wahrscheinlich eher ein Roadie-Set, also ein Tank-Set. Und die Frage ist natürlich auch, ob wir uns überhaupt die Arbeit machen sollten. Oh, eine G-Stack, super. Lol, All-Stats 25 HP? What? Okay, das ist krass. Das ist unerwartet krass. Also, Ringmaster hat echt geile Sticks irgendwie. Was war hier noch? Natürlich wieder 101-Gowns, klar. Toll. Also wie gesagt, es ist gerade echt, es ist sehr schwer. Es ist wirklich schwer. Ich weiß nicht, was wir am besten machen sollten. Wir haben halt... Boah. Wir haben viele Möglichkeiten, ja. Wir brauchen halt effektiv drei voll equipped Chars. Das ist halt das Problem. Wir müssen halt auch noch das Schmuckset farmen. Es ist machbar, es ist alles machbar, definitiv. Das ist nicht irgendwie großartig dramatisch oder so. Farmt wieder mit den Gigs? Come on, wirklich? Um die Zeit? Na, come on. Vielleicht da hinten noch oder so? Gibt ja mehrere Spots. Als ob mir jemand die Gigs wegfarmt. Okay, next try. So, vielleicht haben wir da Glück. Ach so, wir hätten. Ja, okay, da haben wir Glück. Wir hätten auch noch eins weiter gehen können. Oder? Ja, wir hätten zum nächsten noch gehen können. Bisher haben wir zwei LG-Waffen, das ist eigentlich ganz okay soweit. Am Anfang dachte ich mir so, boah, droppt ja gar nichts und so. Aber. Mittlerweile ist es echt okay. Wobei, haben wir eigentlich irgendwie Elementkarten? Gibt es die hier? Schon, oder? Es gibt keine Elementkarten. Hier. Piercing Card Box, Pieces Box und Special Materials Box.
Hey, ansonsten gibt es nichts, oder wie? Lol. Wahrscheinlich bin ich wieder blind oder so. Kann gut sein. Ich habe mir schon gedacht, dass es irgendwie ein Element gibt. Oder kann man die nur kaufen? Bin mir nicht ganz sicher. Schaut mal, der Crit-Redakteur aus 42%. Ist eigentlich auch okay. Mhm, 20%. Also ich glaube, ich würde einen LG-Nagel, glaube ich, sogar scrappen, wenn ich ehrlich bin. Was bringt uns das? Eigentlich bringt es uns gar nichts. Nicht wirklich zumindest. Ja, nice. Droprad ist heute echt am Start. Kann aber auch gut sein, wie gesagt, dass ich einfach nur unlucky bin. Ganz ehrlich gesagt, die Chancen, dass ich sogar unlucky bin, ist relativ hoch. Weil zumindest andere Leute sagen, dass die schon ganz okay was droppen. Also droppen jetzt nicht viel und so. Klar, natürlich. Oh, hier kommt ein anderes Biom. Okay. Lol. Interessant. Was ich jetzt sagen wollte, war natürlich, jeder hat ein bisschen anderes Verhältnis oder Verständnis oder andere Schmerzgrenze bei den Dungeons. Bei mir ist halt aktuell so, ich denke mal so, ja, ich muss es droppen. Oder ich müsste es einfach offscreen farmen, das wäre halt auch voll in Ordnung. Aber es hat mir ein persönliches Problem aktuell, dass ich halt nicht offscreen farmen kann. Volcano, was haben wir hier gesagt? 70 KHP. Very hungry. Wir könnten dann halt auch direkt ein 120er Set farmen, oder? Also gefühlt wäre halt 120er Set halt irgendwie einfacher zu farmen, oder? Kein Gig. Oh, das ist ein AOE-Nackel. Das ist sogar ziemlich gut. Weil man sagt ein A-Minus eigentlich. 160k plus. Boah, 160k ist aber auch schon wieder super viel. Andererseits, naja, okay. Ja, gibt halt schon geile Sachen da. Soul Leeching, 1%. Oha. Und theoretisch, vielleicht levelt das dann sogar. Wait, warte, was? Wie viel? Das bringt 20% HP und Critical Damage und Attack. Aha. Oha. Das ist halt ein richtiger Hybrid-Knuckle eigentlich. Und damit ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Okay, müssen wir uns mal Gedanken machen. Das wäre halt echt noch eine Idee. Also ja, natürlich muss halt trotzdem überlegen. Ja, schwer zu sagen. Ich meine, bis man hier 160 KHP kriegt auf einem Tank. Also ich kann da wahrscheinlich eh nur als Team reingehen, also mit mehreren Spielern, also mit mehreren Charakteren zumindest. Das Problem ist eigentlich schon mal ganz klar. Nee, macht keinen Sinn. Also mit nur mit einem Charakter, das ist unschaffbar. Zumindest brauche ich mal den kompletten Maxed-Out-Equipment und so. Das ist zu schwer. Das schafft man nicht. Aber wie gesagt, ansonsten ist es machbar. Das passt schon. Schaut es nicht vom Cursed aus? Wait, was ist das jetzt? FPE-Leeching? Ich dachte gerade, eine Goa plus 20 bringt dann HP-Leeching oder so. Der Knuckle hier bringt. Okay. Von allen nochmal mehr, weil keine 20% HP dann leider.
Ach, come on. Kann das Ding wirklich mal droppen? So, wirklich mal viel droppen? So, einen kennen wir noch. Und dann ist die Folge auch vorbei. So, da ist der letzte. Jetzt haben wir wieder mehr Attack und so weiter. Ja, der Damage ist schon echt angenehm. Ja. Das ist aber auch wieder so lustig. Wir droppen jetzt alles Mögliche, aber nicht das, was wir brauchen. Es ist halt wirklich verrückt immer. Ja, oder? Ich meine, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn wir Volcano farmen? Hat Volcano ein HP-Set? Defender, hier gibt es HP-Sets. Blade, Jester, Ranger, Bildposter, hier, so. Vampire Knuckle braucht man dafür, was mit 500 Effekt, okay. 80 ist die. What? Okay, das Set ist ja komplett OP. Okay. Aber ein Defender-Set, wo kriegt man ein Defender-Set? Also wahrscheinlich Olocap und so. Ups, wo ist es? Yes, der Ranger Ringmaster, Bildposter hier. Ja, das hätte schon geil. Schon sehr geil. Das ist richtig geil. 115 bis 130. Genau, Level 120 ist der Boss und dann macht er 70k. Beziehungsweise brauchen wir 70k. Aber 70k ist halt erreichbar, also den schafft man solo. Also ganz im Ernst, wir machen 120, dann probieren wir als erstes mal Volcano aus. Punkt. Dann. Was gibt's denn hier noch eigentlich? Ist das genauso einfach? Also einfach an Anfangsstück? Nee, ist nicht so einfach, okay. Ja, müssen wir mal schauen. Also auf alle Fälle Volcano zuerst, das ist machbar. Das hat, glaube ich, kann man zusammenfarmen. Das. Ja, halte ich für. Ach, warte mal, hier gibt es auch die anderen Sachen noch, okay. Ah, wait. Was gibt's denn hier gleich nochmal? Ach, das sind Hero-Sets. Ich bin schon so verwirrt, Mann. Es gibt einfach viel zu viel Stuff. Bloody Dragon, okay, das ist eher für Hero dann. Also für, ja, Hero. Okay, das heißt, wir brauchen sowieso einen normalen Volcano-Ding farmen. Das ist quasi der Master-Volcano. Ja, dann farmen wir das doch einfach, oder? Ja, schaut doch okay, schaut doch machbar aus. Was haben wir jetzt hier? Ja, wenn man Tank haben und da voll reinbolzen kann, warum nicht? Okay, das war's mit der Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.